Hallo Messerfreunde, ich bin's mal wieder Stefan und ich möchte euch heute ein Messer vorstellen, welches ich für einen Freund von mir gebaut habe. Das bekommt er zum Geburtstag, beziehungsweise es hat er schon bekommen. Ich konnte das Video natürlich nicht vorher zeigen. Ich wollte es aber auf jeden Fall mal hier bei YouTube vorstellen. Das ist ein, ich sag mal, Allzweckmesser. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Jagdmesser bezeichnen, aber es ist ein Allzweckmesser. Da kann man wirklich viele Sachen mitmachen. Es ist bewusst von mir so ausgewählt. Die Klingenform, der Griff und so weiter. Wir haben hier einen 3,2 mm Kohlenstoffstahl, das ist der 1.2235. Da sieht man mein Logo, Mosaikpins, eine Lanyardhülse aus Messing, ein Lederband. Wir haben hier einen skandinavischen Anschliff. Was noch? Rote Leine im Griff. Das war so gewünscht von ihm, das wollte er so haben. Eine schwarze Kydex dazu. Die Hülsen in der Kydex habe ich so gemacht, dass man das Messer hochkant, quer, schräg tragen kann, also wie man gerade möchte. Den Griff habe ich mit ca. 10 mm breiten Ebenholz gemacht. Sehr schön. Das Holz ist behandelt mit Danish Oil. Das ist dann quasi versiegelt gegen Feuchtigkeit, gegen Schmutz. Es gibt dann so eine seidenmatte Oberfläche. Und schönes Messer. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich hoffe, er hat sich natürlich drüber gefreut. Weiß ich halt jetzt in dem Moment noch nicht. Okay, das war's von mir. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss.